Ja, ich begrüße alle Anwesenden hier im Raum ganz, ganz herzlich und auch die, die sich zugeschaltet haben und gespannt sind, was heute unsere weiteren Diskussionen und Gespräche zu Walter Benjamin ergeben werden. Und ja, es wird ein harter Tag für uns, viele Panels, aber wie gesagt auch die Pausen. Und vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick. Gestern Abend die Einführung von Michael Löwy hat gerade für diejenigen, die vielleicht nicht so Kenner und Kennerinnen sind, nochmal einen guten Überblick geben können über die Rezeptionsgeschichte von Benjamin und vor allen Dingen, warum das auch für Theologen interessant ist, sich mit dem Fragment 100 Jahre Walter Benjamin Kapitalismus als Religion zu beschäftigen und genau diese Klammer aufzumachen zwischen einem Philosophen, der marxistisch ist, aber wie wir gehört haben, auch aus einer anarchistischen Ecke kommt und sich dann mit Religion oder Theologie sogar oder so ähnlich beschäftigt und dann nachgewiesen zu bekommen, dass in den 80er Jahren die Befreiungstheologen auf dasselbe Problem gestoßen sind. Was bringt uns zusammen? Uns bringt zusammen, dass wir alle die wahnsinnige Kraft des Kapitalismus spüren, merken. Diese Frage, warum tut sich nichts, warum verändert sich nichts, die bewegt uns. José Antonio hat es gestern ja auch gesagt, es muss aufhören. Aber wie? Und wir müssen uns tatsächlich mit anderen Fragen vielleicht beschäftigen, als einfach nur die der Ökonomie. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen wir uns hier versammelt haben und diesen Begriffen annähern wollen. Heute gehen wir etwas umgekehrt vor wie gestern Abend, nämlich wir gehen von der Theologie aus, machen einen Zwischenschritt zu Walter Benjamin und der Schuldfrage und am Schluss nochmal der Zusammenhang zwischen Benjamin und Befreiungstheologie und politische Theologie beziehungsweise ja. Das bedeutet, in der Reihenfolge werden wir als erstes Kuno Füssel hören, als zweites Ottmar John neben mir und an dritter Stelle José Antonio. Ich begrüße dich ganz herzlich, Kuno. Hab noch mal überlegt, wie man dich am besten vorstellt. Du warst wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Karl Rahner und am theologischen Fachbereich bei Johann Baptist Metz. Dann aufgrund biografischer Bedingungen, die dich eigentlich, wir hätten dich lieber an der Universität gesehen, dich zum Berufsschullehrer haben werden lassen, was du aber immer sehr positiv gesehen hast. Und du hast zahlreiche Veröffentlichungen zu materialistischer Bibellektüre, wissenschaftstheoretische Grundlegung der Theologie und zum Verhältnis Christentum und Marxismus. Und im Institut für Theologie haben wir jetzt aktuell auch sozusagen dein gesammeltes Werk veröffentlichen können, damit es tatsächlich auch im Sinne von Walter Benjamin nicht verloren geht. Denn was nicht gesagt ist, nicht gesammelt ist, geht womöglich verloren. Das haben wir ja auch bei Benjamin gesehen. Wie viele Texte von ihm wurden auch erst sehr spät entdeckt. Zu meiner Linken begrüße ich Ottmar John, auch ebenfalls Assistent bei Johann Baptist Metz. Du hast zu Benjamin promoviert und bist echt ein ausgewiesener Kenner in der Szene und warst dann Referent im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz und hast sehr, sehr viele Veröffentlichungen zu kritischer Theorie, Theologie der Freiheit. Also wenn man googelt, findet man da eine ganze Menge. Aber was Ottmar John auch immer mit uns verbunden hat, er ist politisiert durch Jugendbewegung, durch die katholische studierende Jugend. Und das hat ihn eigentlich auch Zeit seines Lebens begleitet und sozusagen immer auch den Impuls gesetzt und sozusagen die Orientierung des Lebens gegeben. Und José Antonio Zamora aus Spanien wurde ja gestern schon vorgestellt. Und deswegen weiß ich nicht, ob Michael das gestern gesagt hat. Das wurde mir auch von Lateinamerikanern gesagt. Du giltst im spanischsprachigen Raum als absoluter Experte für kritische Theorie. Und auch Walter Benjamin, und das sage ich jetzt nicht, um hier so Name-Dropping zu machen oder anzugeben, sondern einfach, dass wir uns wirklich freuen, so wirklich Experten und Hilfestellung zu bekommen von Leuten, die sich wirklich auskennen. Also herzlichen Dank für euer Kommen.
Gut, und wir beginnen so wie gestern. Die drei hier werden ihre Statements vortragen und dann wird es Fragen und Diskussionsmöglichkeiten geben aus dem Publikum bzw. aus dem Internet und das machen wir dann so bis 11 Uhr. Vielleicht noch eine Bemerkung zum Schluss, als ich gefragt wurde, ob ich hier die Moderation machen möchte und das ein bisschen vorbereitet habe, habe ich so gedacht, es ist wie in den besten Zeiten am theologischen Fachbereich. Alle drei, die hier sitzen, waren am Fachbereich Münster und wir sind da aus- und eingegangen. Das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Kuno, dann würde ich dich bitten und du hattest gesagt, du möchtest lieber stehen. Liebe Barbara, herzlichen Dank für deine wunderbare Einleitung. Ich begrüße euch auch alle ganz herzlich zu diesem Tag. Ich darf meine liebe Freundin Barbara etwas korrigieren. Er wird nicht hart, sondern schön. Aber dieser Kommentar sollte nicht weiter kommentiert werden. Eine kleine Ergänzung zur Präsentation von Walter Benjamin und seiner theoretischen Herkunft auch. Er ist sehr verankert im Judentum, obwohl er das nicht dauernd vor sich hergetragen hat. Vor allen Dingen hatte er tiefe Kenntnisse der Kabbalah und viele Kryptogramme in seinem Werk kann man nur dechiffrieren, wenn man sich in der Kabbalah und der jüdischen Mystik auskennt, die er von seinem Freund Gershom Scholem gelernt hat. Das vielleicht als kleine Ergänzung. Es ging gestern in verschiedener Hinsicht immer wieder um den Begriff der Religion, was ja auch beim Thema unserer Tagung nicht besonders verwunderlich ist. Unser gemeinsamer Lehrer und Freund Johann Baptist Metz hat eine für seine von uns dann doch immer sowohl bewunderte als auch kritisierte Sprachgewalt überraschende und auch einmalige kurze Definition zum Begriff Religion formuliert. Sie ist die These 6 in einer Reihe von 35 unzeitgemäßen Thesen zur Apokalyptik, veröffentlicht in dem richtungsweisenden Werk von JBM. Ich kürze ihn immer ab, JBM, das war unser etwas in ärgerndes Kürzel, weil das nach IBM roch, aber trotzdem war er stolz darauf. Glaube in Geschichte und Gesellschaft. Bei uns, ich sage ruhig uns, wir sind ja vier, gehören ja zusammen, von der Tradition her und auch sonst, abgekürzt GGG. Entschuldigung, fällt Ihnen etwas bei dieser Abkürzung mit den 3G auf? Wir haben unsere eigene Tradition. Diese Thesen von Baptist, wir haben ihn immer geärgert, weil er Walter Benjamin überbieten wollte und dann 35 Thesen gleich publiziert hat, die teilweise auch Beobachtungen und nur Vermutungen mitteilen, verfolgen eine, bezogen auf die damals zeitgenössische Theologie, kritische und korrektivistische Intention, die JBM seitdem nicht müde wurde, bis zu seinem Tod zu propagieren. In ihnen wird Apokalyptik als theologischer Reflexionsbegriff und nicht etwa als Beschreibung einer Situation am Ende der Zeit verwendet. Ich unterstreiche, erkenntnistheoretisch ist das wichtig. Manchmal geraten wir in Diskussionen aneinander, weil wir die Ebenen des Denkens nicht unterscheiden. Das sollte nicht sein. Er tut es, um den Faktor Zeit in Theologie und Christentum erneut zu thematisieren. Dabei geht es um den Erwartungscharakter christlicher Hoffnung. Dieser will die Praxis der Christen, kurz gesagt, die Nachfolge, wie Baptist es formulierte, unter Zeitdruck bringen. Es geht also, auch um Marx in Erinnerung zu bringen, um den Primat der Praxis. Das ist das entscheidende Kriterium und nicht einer überkandidelten Spekulation über Zeit, die man sich auch gestatten kann, wenn man Lust und Zeit dazu hat. Dabei bewegen sich die Thesen von Johann Baptist Metz hauptsächlich um ein System der Zeitlosigkeit, das uns trotz eines inflationären Umgangs mit der Zeit in seinen Bann schlägt. Im Laufe seiner theologischen Jahre nach der Publikation fügt dann Johann Baptist Metz Elemente einer theologischen Theorie der Zeit,
diesem Thesenarsenal hinzu. Die These 6 lautet, viele von uns kennen sie und können sie auch deswegen immer schnell zitieren, weil sie extrem kurz ist für Baptist. Kürzeste Definition von Religion, Doppelpunkt, Unterbrechung. Das war's. Diese Formel ist auslegungsbedürftig. Es gibt sogleich 2 Fragen. Erstens, was bedeutet hier der Begriff Religion? Und zweitens, was soll unterbrochen werden? Denn das Genitivobjekt fehlt in der Aussage. Ich möchte mich hier nicht auf eine uferlose Diskussion zur Bestimmung des Religionsbegriffs einlassen. Sinnvoller ist es zu verdeutlichen, welche positive Sicht von Religion und auch welche negative Sicht Johann Baptist Metz mit diesem Begriff verbindet. Zunächst sei erinnert an die negative Bestimmung, welche in jenseitsbürgerliche Religion, zum Beispiel auch in der politischen Theologie des Subjekts, entfaltet wird. Er beschreibt in letzterer, in seiner Auseinandersetzung mit Aufklärung und bürgerlicher Gesellschaft, die Gefahr, in die sich das Christentum begibt, wenn es sich in diese liberale Schwundstufe von Religion, wie sie Aufklärung und Bürgertum hinterlassen haben, aufzulösen beginnen würde. Übrig bleiben nach diesem Prozess der Privatisierung nur das Natürliche, das Vernünftige und die Autonomie des bürgerlichen Subjekts, welche schon bei Immanuel Kant als der Geldbesitzer identifiziert wurde. In einem kleinen Essay unter dem Titel Gottes Zeugenschaft in einer Welt der religionsfreundlichen Gottlosigkeit, der mich immer wieder fasziniert, hat JBM seine Kritik der bürgerlichen Religion durch eine pointierte Nuance ergänzt, indem er die ebenfalls kurze Formel Religion ja, Bindestrich, Gott nein kommentiert. Es sieht so aus, schreibt er, als lebten wir in einem Zeitalter der Religion ohne Gott. Der Religion mit ausgebauter Transzendenz. Religion, ja. Unverkennbar sind die Tendenzen zu einer neuen Sakralisierung unserer Lebenswelt. Bis zur Sakralisierung unseres Körpers. Heute könnte man sagen, bis zur Sakralisierung des Handys, der Smartphones und der digitalen Medien, die langsam unser Subjektsein aufzulösen beginnen in eine unnachahmliche Virtualität. Gott nein. Man sollte von Gott nur dort reden, wo es ernst wird. Wo Lebensgeschichte und Glaubensgeschichte ineinander schlagen, in Situationen, in denen man nicht vor sich selbst nicht und auch vor den anderen nicht schweigen kann und für die wir doch keine Sprache hätten, wenn wir das Wort Gott verloren hätten. Nach Johann Baptist Metz, und ich stimme ihm voll zu, verdichtet sich diese Situation im Gebet. Und hier folgt eine illusionslose Diagnose unserer Zeit. Es gibt keine Gebete mehr, schreibt er. Diese Auffassung ruft förmlich nach einer ausführlichen Darlegung des Verständnisses vom Beten. Hier sei nur so viel gesagt. Johann Baptist Metz bemängelt nicht das Nachlassen des ritualisierten, alltäglichen und feiertäglichen Betens, sondern das Verschwinden einer biblisch bezeugten Radikalität des Ansprechens eines verborgenen und verstummten, schweigenden und abwesenden Gottes. Das schreiende Aushalten des Schweigens Gottes hat JBM vor allem im Schicksal des jüdischen Volkes wahrgenommen, weshalb mit seiner Theologie unverzichtbar verknüpft ist, dass eine Rede von Gott nach Auschwitz und damit jede Theologie als Theorie der Rede von Gott, wenn überhaupt noch, dann nur völlig neu aus dem Gedächtnis des Leidens entfaltet werden kann. Damit sind wir schon übergegangen zu einer inhaltlich positiv bestimmten Auffassung von Religion. Auch hier sogleich eine Einschränkung. Die ausführliche Darlegung all ihrer Facetten würde eine systematische Rekonstruktion der Grundintention der politischen Theologie insgesamt erfordern. Ich möchte hier dagegen nur einen entscheidenden Aspekt hervorheben. Im
Zentrum seiner grundlegenden Bestimmung für eine Religion, die auch durch Bonhoeffer und sein Theologuminon von einem religionslosen Christentum beeinflusst ist, ohne dass Baptist diese Begrifflichkeit verwendet, steht in verschiedenen Anläufen immer wieder der Bezug auf die biblischen Traditionen der Apokalyptik und den Zeitkern der biblischen Religion insgesamt. Dieser geht es nicht so sehr um den Dualismus von Zeit und Ewigkeit, sondern um die Zeitlichkeit der Zeit. Das heißt, um eine endzeitlich befristete Zeit und um das Dasein Gottes in ihr. Ich erwähne die berühmte Exodus-Formel von 3,14. Ich bin der, ich bin da. Der biblische Gott stellt sich uns, ich würde es einmal modern formulieren, mit einem Zeitausweis vor. Er macht uns zu Zeit-Genossen seines Da-Seins. Wer dies gläubig wahrnimmt, lebt und handelt in einem endgültigen Zeithorizont. Gehen wir über zum expliziten Definitionselement unserer kurzen Formel, der Kategorie der Unterbrechung. Diese ist von Anfang an mehr als eine individualgeschichtliche Kategorie des Unterbrechens in Lebensläufen und im Alltag, sondern eine umfassende theologisch-politische Kategorie, gerade auch durch ihren expliziten Bezug zur Rede von Gott. JBM hat bereits 1981 eine damals sehr beachtete Aufsatzsammlung zur einschlägigen Thematik veröffentlicht mit dem Titel Unterbrechungen, Punkt, theologisch-politische Perspektiven und Profile. Ich verweise hier aber auch ausdrücklich auf einen die Breite der Kategorie widerspiegelnden Beitrag meines Freundes Andreas Helgermann, dahinter sitzt er, in seinem Beitrag Welt unterbrechen, in dem von Philipp Geitzhaus und Michael Ramminger herausgegebenen Band Gott in Zeit. Andreas Helgermann betont, ich zitiere, Unterbrechung muss eine Kategorie sein, die vielfältige und unterschiedliche Formen impliziert, sowohl Formen theoretischer als auch politischer Praxis und, wenn man so will, auch individuell solidarischer Praxis. Abgestützt wird diese Forderung durch die sogleich auf die zitierte Definition von Religion bei Baptist selbst folgende These 7, in denen er kategorialen Unterformen von Unterbrechung aufzählt. Ich zitiere, erste Formen der Kategorie der Unterbrechung sind Liebe, Solidarität, die sich Zeit nimmt, Erinnerung, die nicht nur das Gelungene, sondern das Zerstörte, nicht nur das Verwirklichte, sondern das Verlorene erinnert und sich so gegen die Sieghaftigkeit des Gewordenen und Bestehenden wendet. Gefährliche Erinnerung, die gerade so das christliche Kontinuum rettet. Die Nähe dieser These und anderer Formulierungen zu Walter Benjamin ist nicht zu übersehen. Es nimmt aber nicht Wunder, dass JBM die Kategorie der Unterbrechung dabei noch einmal grundsätzlicher auf die Fundamente verweisend in seinen Überlegungen zur Apokalyptik verortet. Und ebenso wenig ist es erstaunlich, dass dies in einem Beitrag aus dem Jahre 1987 geschieht, der das Kapitel Kampf um jüdische Traditionen in der christlichen Gotteswelt bildet. Ich zitiere eine längere Passage, da diese viele wesentliche Momente der Problematik wiedergibt. Zitat, die apokalyptischen Texte sprechen vom Ende der Zeit und der Geschichte, rücken die Unterbrechung nahe heran. Im subversiven Blick der Apokalyptik ist die Zeit selbst voll Gefahr. Sie ist nicht einfach, jene evolutionär zerdehnte, leere und überraschungsfreie Unendlichkeit, in die wir widerstandslos unseren Fortschritt projizieren. Für den Apokalyptiker ist Gott das noch nicht herausgebrachte, das anstehende Geheimnis
der Zeit. Gott wird nicht gesehen als das Jenseits der Zeit, sondern als ihr andrängendes Ende, ihre Begrenzung, aber auch ihre rettende Unterbrechung. Denn im Blick der Apokalyptik erscheint die Zeit vor allem als Leidenszeit. Die Apokalyptik ordnet umstandslos die Naturzeit und die kosmologische Zeit der Passionszeit des Menschen unter. Die Kontinuität der Zeit ist für den Apokalyptiker nicht, er wiederholt es, das leere Kontinuum der Evolution, sondern die Spur des Leidens. Und der Respekt vor der Würde des in der Zeit aufgehäuften Leidens treibt den Apokalyptiker dazu, die Zeit der Natur von der Leidenszeit her zu verstehen. Also Evolution von der Geschichte her zu deuten und nicht umgekehrt. Und die Milliarden Jahre der kosmologischen Zeit gegenüber der Leidenszeit der Menschen sind zu ignorieren. Sie sind eine Art zeitloser Zeit und nur ihre Vorgeschichte. Die Anwendung und gesellschafts- und ökonomiekritische Zuspitzung der Kategorie der Unterbrechung wäre breiter zu überdenken und zu überprüfen in Richtung von Zusammenhängen, die durch den potenziell endlosen Prozess der Selbstverwertung des Kapitals bestimmt sind, dessen Schrankenlosigkeit nicht nur unterbrochen, sondern um des Überlebens der Menschheit willen eine definitive Grenze gesetzt werden muss. Sowohl Antonio Zamora wie auch Giorgio Agamben haben auf diese Notwendigkeit eindringlich aufmerksam gemacht. Was man, kleine Zwischenwerbung, in unserem Band zum Fragment Kapitalismus als Religion nachlesen kann. Ich muss immer aufpassen, meine Hang zu Wortspielen spielt mir manchmal auch bei Vorträgen einen Streich. Aber es gibt ja immer auch die Möglichkeit, es zu verbessern oder sogar sich zu entschuldigen. Bruno, denkst du ein bisschen an die Zeit? Ja, ich habe die Zeit völlig vergessen. Es kommt noch ein bisschen was. Vielleicht, ja, okay, ein bisschen kürzen und an die Zeit denken. Kürzen kann ich nicht, sonst wird es kritisch. Aber gut, jetzt, wir haben ja schon wieder Zeit verloren, Julia. Gut, welche Verbindung besteht zwischen dem apokalyptischen Zeitverständnis von Johann Baptist Metz und der Konzeption der messianischen Zeit im Denken Walter Benjamins? Es gibt einerseits sichtbare, andererseits erst durch Nachdenken ermittelbare Anknüpfungspunkte. Zunächst die sichtbaren, kurz. Bei JBM erscheint des Öfteren die Vorstellung von Zeit als einem leeren, evolutionär ins Unendliche wachsenden Kontinuum als Gegenmodell zum apokalyptischen Zeitverständnis. Der Begriff Kontinuum ist fundamental für die mathematische Zahlentheorie, wurde für unseren Freund und Lehrer aber gerade im Anschluss an Walter Benjamin förmlich zu einem Lieblingswort. Der Begriff Kontinuum, wie auch derjenige der leeren Zeit, rufen sofort die von Walter Benjamin genial formulierten Thesen über den Begriff der Geschichte auf den Plan. Ein Beleg möge genügen, es gibt mehrere, auch hier schriftlich festgehalten, aus der These 14, die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit, sondern die von jetzt Zeit erfüllte bildet. Dieser Stelle und auch der Jetztzeit als Modell der messianischen Zeit müssen wir uns weiter widmen, das habe ich schon einmal getan. Der andere Beleg, das aus der These 15 im Anschluss, das Bewusstsein, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen, ist den revolutionären Klassen im Augenblick ihrer Aktion eigentümlich. Die große Revolution führte einen neuen Kalender ein, gemeint ist die französische. Mit der Revolution beginnt eine neue Zeitrechnung. Das ist doch nicht der Abbruch der Zeit als leerer Endlosschleife. Aber mit der Revolution beginnt ein neuer Tag. Jetzt mache ich, gemahnt durch meine liebe Freundin Barbara, doch einen Sprung. Ja, bitte. In den geschichtsphilosophischen Thesen erreicht Benjamins Sensibilität für die Aporien im Begriff Fortschritt einen umso bemerkenswerteren Höhepunkt, als die Sicht
des historischen Materialismus nicht aufgegeben, aber um wichtige Impulse aus der jüdischen Tradition bereichert wird. Walter Benjamin hat als Hintergrund die sozialdemokratische Theorie und Praxis eines dogmatischen Fortschrittsbegriffs, der neben einem Fortschritt der Menschheit selbst und nicht nur ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten sowohl die Unabschließbarkeit wie auch die wesentliche Unaufhaltsamkeit des Fortschrittsprozesses unterstellt. Walter Benjamin hat die explosive Aporetik der Fortschrittskonzeption in seiner berühmt gewordenen 9. geschichtsphilosophischen These in einem Denkbild zu einem realen Bild festgehalten. Es lohnt sich immer wieder, diese These auf sich wirken zu lassen. Die möchte ich noch vorlesen, gell? Ja. Gut. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten auferwecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel anwächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Die Lösung der Aufgabe, die für den Engel der Geschichte unlösbar erscheint, bleibt dem Messias vorbehalten, der den Triumphzug der Herrschenden zugunsten der zerschlagenen Opfer beenden und das ungestillte Glücksverlangen der Vergangenheit erlösen wird. Hier könnte ein fiktives Gespräch zwischen JBM und Walter Benjamin beginnen. Das wäre ein eigenes Thema. Zum Schluss eine böse Bemerkung, wie es sich gehört für jemand, der aus der Apokalyptik gelernt hat. Als Mitglied einer sogenannten vulnerablen Gruppe, womit die Herrschenden uns Alte bezeichnen und gleichzeitig hinter der vorgeblichen Sorge um unser nacktes Leben eine Stigmatisierung vornehmen, kann ich nicht umhin, die Kategorie der Unterbrechung mit der andauernden Corona-Krise zu verknüpfen. Aus den Lautsprechern der politischen Klasse tönt es derzeit unenthalten: Wenn wir alle wieder zurück in die Normalität wollen, dann brauchen wir die dritte Impfung. So unser Minister Clemens Hoch von Rheinland-Pfalz letzte Woche in unserer Zeitung. Kurz, zwei Einsichten sind dagegen zu setzen. Erstens, es wird kein Zurück in die Normalität geben, was immer das auch sei. Denn das Nach der Normalität ist bereits ein Vor der nächsten Krise. Zweitens, nicht die Unterbrechung der Normalität, ist zu beenden, sondern genau diese kapitalistische Normalität. Damit sei erinnert an das berühmte Diktum von Walter Benjamin über den Ausnahmezustand. Ich zitiere: Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustandes vor Augen stehen. Dessen Chance besteht nicht zuletzt darin, dass unsere Gegner ihm im Namen des Fortschritts als einer historischen Norm entgegentreten. Sonderbar ist, dass die gut gelaunte Truppe, die derzeit an einer Ampelkoalition bastelt, dauernd das Wort Fortschritt im Munde führt. Das sollte uns erst recht zu denken geben und uns ermahnen, immer wieder Walter Benjamin zu lesen. Ich danke euch.
Ja, vielen Dank, Kuno. Tut mir leid, wenn ich dann auch hier so kürzen muss, aber es ist wirklich auch schön und selten hören wir so tolle theologische Beiträge. Es ist, tut mir leid. Deine Nachfolger mögen das bitte nicht als Vorbild nehmen, aber nein. Ich wollte nur sagen, wir merken, dass wir gestern von einem Zeitbegriff, haben wir bei José Antonio gehört, welche Bedeutung der in der marxistischen Werttheorie bildet. Jetzt nochmal einen ganz anderen Kontrast, und das meinte ich auch in der Einführung mit Mäandrieren. Wir umkreisen das Thema und versuchen oder sind immer an verschiedenen Perspektiven dran, und der Zeitbegriff scheint sehr zentral zu sein. Und dann bitte ich jetzt Ottmar. Vielen Dank. Ja, Barbara, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und Information über die wichtigsten Stationen meines Lebenslaufes. Ich will anschließen an das, was du eingangs gesagt hast, die Aktualität, die ungeheure Aktualität Benjamins und vor allem des hier von uns vorrangig verhandelten Textes hängt an zwei Erfahrungen, die wir alltäglich machen. Einmal, und das hast du erwähnt, die ungeheure Persistenz, die Wandlungsfähigkeit und Dauer eines gesellschaftlichen Systems, was auf Schuldmechanismen beruht. Und zweitens begegnen uns zunehmend im Alltag Phänomene, die rätselhaft erscheinen, widersprüchlich, die nach Deutung verlangen. Für beides besitzt meines Erachtens die sehr zugespitzte These von Benjamin im wahrscheinlich 1921 verfassten Text Kapitalismus als Religion eine ungeheure Aktualität, und das behaupte ich und will es gerade auch ein wenig zeigen, aufklärerisches Potenzial. In diesem Zusammenhang nehme ich die religionssoziologischen und religionsphänomenologischen Begriffe, die Benjamin zur Beschreibung des Kapitalismus liefert, sehr, sehr ernst. Ich versuche zu vermeiden, sie als freischwebende Metaphern, mit denen man einen Text bebildert und spannend macht, zu vermeiden, sie als religionsphilosophische Begriffe also ernst zu nehmen. Deswegen eine methodische Vorbemerkung. Im Ursprung der Benjamin-Rezeption in den 60er Jahren steht der Streit, ob Benjamin Marxist, Schöngeist oder Theologe gewesen sei. In diesem Streit haben wir sitzen da hier zu einem gewissen Teil zusammen, zu einem nicht unwesentlichen Teil zusammen, haben wir die Position entwickelt, eine theologische Befassung mit dem Werk Benjamins ist keineswegs daran gebunden, dass dieser als Theologe, gar als christlicher Theologe zu verstehen sei. Theologisch ist die Auseinandersetzung mit einem Werk, wenn sie in ihm Auskunft über die gesellschaftliche Realität zu erlangen sucht. Dazu gehört auch das Ringen um die richtige Methode, die Wahrheit darüber anzustreben, was der Fall ist. Ja, dazu gehört auch der Streit, was denn Realität überhaupt sei. Eine theologische Rezeption gewinnt in der Interpretation der Texte Benjamins entscheidende Einsichten in die Verhältnisse und Entwicklungen, unter deren Bedingungen Benjamin dachte und schrieb, dass sich die nationalsozialistische Herrschaft daran gemacht hatte, erhebliche Teile der Menschheit abzuschaffen, so Benjamin in einem Brief, ist die Bedingung seiner Existenz, die er sich bewusst machen wollte. Intentional ist sein Blick fokussiert auf einen begrenzten Ereigniszusammenhang. Seine Beobachtungen sind also nicht unmittelbar relevant für unsere Gegenwart. Diese Begrenzung ist aber zugleich die Bedingung dafür, bedeutsam sein zu können für jene Theologie, die die Verheißungen von Gerechtigkeit und Glück normativ an sinnliche Erfahrungen aller Menschen bindet. Nur deswegen ist Benjamin ein für die Theologie relevanter und verpflichtender Autor. Welche Einsichten in die gesellschaftliche Realität liefert der Text Kapitalismus als Religion? Kurze Erinnerung,
José Zamora hat gestern schon darauf hingewiesen, wahrscheinlich werden wir uns häufiger wiederholen. Aber was wichtig ist, muss oft gesagt werden. Benjamin erläutert das Verständnis des Kapitalismus als Religion mit 4 Merkmalen. Der Kapitalismus ist erstens Kult. Jeder, der diesen kapitalistischen Kult praktiziert, wird zweitens schuldig. Und ich bin geneigt, im Unterschied zu gestern, diesen Begriff Kult sehr, sehr ernst zu nehmen und sehr, sehr präzise zu gebrauchen. Es ist nicht einfach eben eine freischwebende Metapher, sondern es ist auch nicht einfach ein Handeln oder Kult, etwas, einen Zusammenhang als Kult zu bezeichnen, kann auch nicht dadurch aufgeschlüsselt werden, dass man es zurückübersetzt wird in moralisch relevantes Handeln zum Beispiel, sondern es muss sehr ernst genommen werden. Es hat immer etwas mit Verehrung zu tun. Es handelt sich nicht nur um die Frage von Gut und Böse, sondern um die Frage von heilig und profan. Also, dieser kapitalistische Kult, wer diesen kapitalistischen Kult praktiziert, wird zweitens schuldig. In diesem verschuldenden Kult wird der Gott hineingezogen. Der schuldige Gott steht für die Universalität des Verschuldungsmechanismus und dieser verschuldende Kult des schuldigen Gottes hat eine eigene beschreibbare Temporalität, unendliche Dauer. Der Titel des Panels setzt für die Dauer das Bild des Perpetuum mobile. Ein zu diskutierender Begriff, inwiefern also Kapitalzirkulation ein selbstständiger Vorgang ist oder immer, daran hat ja gestern José Zamora erinnert, immer also der Berührung mit materieller Realität bedarf. In seinem Konzept ist das eine zerstörerische Berührung. Der Kapitalismus bedarf ununterbrochen der Vernichtung von Materialität und Einzigartigkeit. Wir werden in der Diskussion, soweit ich das sehe, häufiger noch darauf zu sprechen kommen. Die kapitalistische Religion erzeugt die unaufhörliche Bewegung der gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen. Sie wird mit dem Motiv der Unterbrechung kontrastiert, wie Kuno Füssel vorhin sehr schön und eindringlich gezeigt hat. Um die besondere Temporalität, die die kapitalistische Religion sich selbst gibt, verstehen zu können, will ich die besondere Form der Universalisierung des Kapitals, des Kapitalismus vertiefen, die mit dem Mythos des schuldigen Gottes ausgesagt ist. Ich sage bewusst Mythos. Benjamin denkt diese Universalität sowohl extensiv, in sie sind alle Menschen tendenziell einbezogen. Es ist eine Vorahnung dessen, was wir heute als Globalisierung thematisieren. Sie betrifft alle jetzt lebenden Menschen. Vor allem denkt er den Verschuldungszusammenhang als einen zugleich intensiven universalen Mechanismus. Gemeinsam mit dem Institut für Sozialforschung sind für ihn die Wirkungen des Kapitalismus in seiner Verschärfung im Faschismus auf die Seelen der Menschen zu erkunden, zu analysieren, wahrzunehmen. Streben die Sehnsüchte der Menschen über die Grenzen ihrer endlichen Existenz hinaus, so erfüllt der Kapitalismus sie, indem er von aller das menschliche Leben begrenzenden Materialität und Individualität abstrahiert. Für die intensive Universalität des Kapitalismus steht die Eigenschaft der kapitalistischen Religion, Gott in den Schuldzusammenhang hineinzuziehen. Gott als Grenzbegriff von Sprache und Vernunft verabsolutiert die gesellschaftliche Realität der Verschuldung. Der schuldige Gott verwandelt die Negativität der Schuld, die im Alltagsverständnis immer etwas Nichtseinsollendes bezeichnet, um in etwas Positives. Mehrere Autoren unseres wunderbaren Büchleins, das uns hier zusammenführt, weisen darauf hin, dass im ökonomischen Verständnis eine Bankschuld, ein Kredit, aufgefasst wird als die abstrakte Repräsentanz von etwas, was nicht
oder noch nicht existiert. Weil das geliehene Geld noch nicht investiert und mit dieser Investition Güter produziert worden sind, deren Wert der Bankschuld mindestens entspricht. Die Schuld, das geliehene Geld, repräsentiert etwas, was es nicht gibt. Sie ist eine Illusion, die im Finanzsystem des Kapitalismus eine eigentümliche Realität gewinnt. Eine reale, materialisierte Idealität. Was bedeutet nun in diesem Zusammenhang die Rede von dem schuldigen Gott bzw. der Vergöttlichung des Verschuldungsmechanismus des Kapitalismus? Ich erinnere nochmal an meine methodische Maxime. Ich bin geneigt, religionsphänomenologische Begriffe sehr, sehr ernst zu nehmen. Keine bloßen Metaphern, es ist nicht Literatur. Meines Erachtens hilft es weiter, die Rede vom schuldigen Gott mit Theorien der Säkularisierung zu kontrastieren und diese an ihre Grenzen zu führen. Ist der Kapitalismus so stark und so mächtig, dass er den Gott aus dem Himmel auf die Erde herabholen kann? Die Formulierung Benjamins, dass der Gott in den Schuldzusammenhang hineingezogen sei, legt diese Vorstellung nahe. Für die Säkularisierungstheorien ist dies aber eine uneigentliche Rede. Sie bezeichnen die Selbstverabsolutierung gesellschaftlicher Macht in den Vorstellungen der Menschen, wodurch diese in der Realität unhinterfragbar und unbesiegbar erscheinen. Meines Erachtens eine Variante der klassischen Ideologiekritik. In ihrer Perspektive ist der in den Schuldzusammenhang hineingezogene Gott immer einer seiner Souveränität beraubte Gott, der nur noch in den Vorstellungen der Unterworfenen existiert, dort und nur dort, also begrenzt, die Macht hat, sie zu blenden und einzuschüchtern. Für die Herrschenden ist er der durchschaute Gott. Gott ist in diesem Sinne verweltlicht. Das Gegenmittel Aufklärung, Beseitigung der Religion, Unterricht, Bildung, Kultur. Das ist aber eine Logik, die der These des Kapitalismus als Religion und seinen schuldigen Gott nur teilweise gerecht wird. Die traditionellen Religionen werden nicht nur als Mittel missbraucht, unter Beibehaltung ihrer Inhalte, um die schwache Macht menschlicher Herrschaft aufzublasen und als unendlich erscheinen zu lassen. Kapitalismus ist selbst Religion. Das ist ja so die Pointe genau dieses Textes, die Herausforderung, die man verstehen muss. Kapitalismus ist selbst Religion. Nicht weltliche Realität wird überhöht, sondern die ideelle Repräsentation dessen, was materiell nicht oder noch nicht existiert, was in diesem Sinne nicht in der Welt ist, wird in seiner Überweltlichkeit und Jenseitigkeit kultisch verehrt. Kapital wie Geld allgemein gewinnt seinen Wert, weil es in alles, was existiert, konvertibel ist. Diese Konvertibilität ist schlicht alles, setzt die vollständige Abstraktion von aller materiellen und individuellen Realität voraus. Es ist diese besondere Form der Abstraktion, die die Macht des Kapitals begründet und seine Universalität ausmacht. Es abstrahiert von allem, was existiert und gewinnt eigene, nicht reale Realität. In diesen Zusammenhängen ist man gezwungen, mit derartigen Paradoxien sich den Sinn des Textes verständlich zu machen, gewinnt eine eigene, nicht reale Realität und seine Wirkungen auf die Realität, von der er sich emanzipierte. Der schuldige Gott bzw. die vergöttlichte Schuld verwandelt das, was nicht existiert, aber in der Bankschuld repräsentiert wird, in Realität, in etwas Positives. Der Gott, der selbst nichts als schuldig ist, gewinnt absolute Schuld gewissermaßen als absolute Schuld personifiziert,
die nicht beglichen werden muss, von der keiner erlöst werden will oder auch erlöst werden kann, schafft ein System, in dem Nicht-Existierendes eine bestimmte anschauliche und erfahrbare Realität angenommen hat. Die Realität des Schuldscheins, der eine Bedeutung in einem zum System gewordenen hochkomplexen Abstraktionsmechanismus besitzt, ist eine andere als die Realität, die sinnlich erfahren werden kann. Und die Bekehrung zu diesem schuldigen Gott besteht nun genau darin, sich von der eigenen Sinnlichkeit abzuwenden, Bekehrung natürlich in Anführungsstrichen als ironische Wendung gemeint, also die Bekehrung zu diesem schuldigen Gott besteht nun genau darin, sich von der eigenen Sinnlichkeit abzuwenden und in der Bezugnahme auf die Realität abstrakter Werte die höchste Erfüllung zu finden, in dieser Bezugnahme den unüberbietbaren Stand der Heiligkeit zu erreichen. Mit der Vorstellung des schuldigen Gottes ist die spezifische Universalität des Kapitalismus beschrieben. Zu dieser Beschreibung gehört auch das Beharrungsvermögen und die Wandlungsfähigkeit des Kapitalismus. Offensichtlich war schon nach dem Ersten Weltkrieg die Erwartung der Überwindung des Kapitalismus so groß, dass seine Fortexistenz nach Erklärungen verlangte. Benjamin suchte sie mit religionsphilosophischen Begriffen zumindest perspektivisch zu liefern. Seine Intuition ist dabei, dass Schuld im moralischen Sinne und ökonomische Schuld, also Bankschulden, Kreditschulden etc., nicht nur mit dem gleichen Wort bezeichnet werden, sondern etwas gemein haben. So wie der schuldige Gott die Schuld in etwas Positives verwandelt, so auch das Massensterben des Proletariats in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs in das ästhetische Erlebnis der Stahlgewitter, das Töten, das natürlich nur der bürgerliche Offizier im Unterstand genießen konnte. Ich sprach von Beschreibung. Bitte? Ja. Die Stabilität dieses Mechanismus der Entfremdung der Menschen von der sinnlichen Erfahrung seiner eigenen bedrängenden Situation zu begreifen, bedarf es, die spezifischen Zeitstrukturen der Kapitalzirkulation zu verstehen. Viele Einzelbeobachtungen könnte man anführen, um der Zeitdimension des Kapitalismus auf die Spur zu kommen. Es geht dabei nicht mehr um die Reproduktion des Kapitals durch die Produktion von sinnlichen, gegenständlichen Realitäten, von deren Verwandlung in Geld aufgrund ihrer Nützlichkeit. In dem Zusammenhang nimmt Benjamin die Warentheorie von Marx wahrscheinlich ernster als dieser selbst. Das Geld veranschaulicht und materialisiert sich in Waren. Deren Wert kann aber kein anderer sein als der in sie investierte Geldwert. Ob sie nützlich sind, ist für Benjamins Kapitalismusverständnis so wenig bedeutsam wie die Frage, ob auf Weltausstellungen die Menschen von der Verehrung der zur Schau gestellten Waren leben können oder nicht. Benjamin radikalisiert die Warentheorie von Marx, hing für diesen der Wert von etwas noch immer an einer residualen Brauchbarkeit, an einem Gebrauchswert. So hat sich für Benjamin der Tauschwert vollständig von dem Gebrauchswert der Dinge emanzipiert. Und diese Emanzipation von der sinnlich erfahrbaren Realität führt zu einer Ausbildung einer eigenen idealen Welt. Wer die Passage von der alten Welt in die des Kapitals unternimmt, wird in sie eingeführt, indem er die reinen Tauschwerte noch selbst als Gebrauchswerte nutzen kann. Das Preisschild, das den Wert einer Ware bestimmt, kann das Sozialprestige ihres Besitzers erhöhen. Die Analyse des Kapitalismus mit religionssoziologischen Begriffen und religionsphänomenologischen Begriffen deckt dessen Totalität auf. Der Kapitalismus ist nicht nur eine Organisationsform des wirtschaftlichen Handelns, das wäre eine Unterbestimmung, die keineswegs erklären könnte, weshalb der Kapitalismus eine derartige Beharrlichkeit und Wandlungsfähigkeit besitzt.
Er verändert die psychische Disposition der Menschen und degradiert sie zu Tauschwertäquivalenten. Ohne Rest, denn auch die am weitesten reichenden Sehnsüchte und Wünsche der Menschen über ihre endliche Existenz hinaus vermag der Kapitalismus an sich zu binden, weil er sie augenblicklich erfüllt. Der Geist des Kapitalismus betrachtet die Wirklichkeit vom Standpunkt abstrakter Werte, die sich vollständig von ihrer materiellen Konkretisierung gelöst haben und deswegen für alle Konkretisierungen offen sind. Hat sich der Tauschwert im Prozess der Kapitalbildung von seiner Herkunft gelöst, so sucht er als abstrakte und autarke Größe neue Verbindungen mit Materien, die dem Tauschwert jedoch unterworfen und bloß äußerlich bleiben. Lieber Ottmar, kommst du zum Schluss? Ja. Ist das möglich? Vielleicht den letzten Gedanken. Ich weiß, dass wir den dann vielleicht im Gespräch gleich unterbringen können. Ja. Das Verständnis des Kapitalismus als Religion kann als die These gewertet werden, die Pertinenz und Wandlungsfähigkeit des Kapitalismus durch alle Krisen hindurch zu ermessen. Das ist eine ganz entscheidende Leistung dieses Textes. Das allein reicht, um seine Aktualität zu behaupten und diese Thesen in die Diskussion einzuführen. Aber meines Erachtens geht es noch darüber hinaus. Ich habe eingangs darauf hingewiesen, dass wir in unserem Alltag auf Phänomene stoßen, die im weitesten Sinne also rätselhaft und geheimnisvoll bleiben, widersprüchlich. Meines Erachtens hilft weiterhin die These vom Kapitalismus als Religion mit ihrem verschuldenden, schuldigen Gott eine ganz wichtige Erfahrung zu deuten. Und zwar die Erfahrung der, wie ich schon sagte, Loslösung, der Wahrnehmung gesellschaftlicher Realität von den sinnlich widerfahrenden Ereignissen. Der Mechanismus, der dahinter steckt, kann aufgeschlüsselt werden als der vollständigen Abstraktion des Kapitals von aller Individualität und Materialität. Das Gegenmittel scheint ein sehr einfaches zu sein. Die Übung, den Kapitalismus zu relativieren, seiner alles bestimmenden Macht zu entkommen, ist die Wiederentdeckung und Wiedergewinnung von Sinnlichkeit. Der Kapitalismus als Religion ersetzt eine traditionelle Religion, in deren Kern das Versprechen steht, nach sinnlich erfahrbarer Befreiung von Not und Elend. Nicht umsonst sind die Anhänger dieser Religion Freunde eines Mannes, der eine große Nähe zu den Fressern und Säufern seiner Zeit besaß. Diese Dimension der Religion wiederzugewinnen ist die einzig mögliche, und das behaupte ich hier, einzig mögliche Übung, den Kapitalismus zu relativieren und zugleich die von ihm ersetzte Religion wiederzuentdecken. Vielen Dank, Ottmar. Auch dir gegenüber tut mir leid, wenn ich da so penetrant bin. Und vielleicht ist es José Antonio möglich, sich kürzer zu fassen. Du hattest ja auch gestern auch schon die Möglichkeit, länger zu sprechen, weil das bedeutet einfach auch, dass weniger Möglichkeiten für die Leute sind, mitzusprechen. Und vielleicht eine kurze Überleitung noch tatsächlich zu dem, was Ottmar gesagt hat. Wir reden ja immer von der Aktualisierung und Aktualität, auch diese ganze Entkörperlichung durch Digitalisierung. All das sind ja Sachen, die sind noch überhaupt nicht wirklich besprochen. Und manchmal denke ich, dass die Christen oder Christinnen oder die sich als gläubig bezeichnen, das sind die Realisten und das andere sind die Spinnerinnen. Okay. Bitte. Ja,
Ich habe, wie Barbara sagt, gestern schon einiges zum Thema gesagt. Ich habe den Dolmetscherinnen einen Text, eine Übersetzung meines Vortrages gegeben. Ich werde jetzt einige Sätze weglassen. Ich glaube, Sie kommen zurecht. Ich werde das signalisieren, ne? damit ich mich kurz fassen kann. Die Form, in der Benjamin von der Kultreligion des Kapitalismus spricht, als einen verschuldeten Kult, zeigt eine unverkennbare Verwandtschaft mit der Marxischen Analyse der Verwertungsprozesse des Kapitals auf. Das haben wir alle gesagt. Als geschichtliche Gesellschaftsformation ist dieses System das Ergebnis von historischen Entwicklungen, insofern kein Naturphänomen. Einmal aber sich ihre Grundformen der Vergesellschaftung etabliert haben, werden diese als Zwang nicht nur erfahren. Dieser Zwang wird objektiv, keine Einbildung. Geschichte wird, um einen hegelischen Begriff zu gebrauchen, zweite Natur. Es ist ein Konzept, das in Marx und in den sogenannten westlichen Marxismus eine kritische Anwendung findet. Kritisch ist diese Anwendung, weil die Naturlosigkeit gesellschaftlicher Verhältnisse als Pseudonatur durchschaut wird, ohne ihre reale Macht bei den Menschen zu verleugnen. Durch die freien Handlungen der Subjekte verwirklicht sich das eiserne Gesetz der Kapitalakkumulation, dem alle gehorchen müssen, wenn sie ihr Leben reproduzieren wollen. Freiheit wird gestiftet und gleichzeitig untergraben. Marx spricht von einem Umschlag von Verdinglichung sozialer Verhältnisse und von subjektiven Qualitäten der Sachen, von einem Schein, der aber einen realen, objektiven Zwang ausübt. Diese paradoxe Verbindung zwischen Abstraktion und Realität, was im Begriff des realen Abstraktion sich findet. Und er benutzt dafür einen Begriff aus der Religionsgeschichte, Fetischismus. Den Wahn, sagt Marx, steht auf dem Stirn geschrieben, Zitat, dass sie einer Gesellschaftsformation angehören, worin der Produktionsprozess die Menschen, der Mensch noch nicht den Produktionsprozess bemeistert. Fetischismus, dieser Begriff, spielt mit den religiösen Vorstellungen, dass es einen Gott gibt, der das Schicksal der Menschen kontrolliert und lenkt. Die Metapher, vielleicht nicht nur eine Metapher, die die Religionskritik Feuerbachs vorsetzt, sagt, die Menschen werden von ihrem eigenen Werk beherrscht. Der Unterschied bei Marx betrifft nicht nur den Stirnzusammenhang der Illusion, sondern auch das Verständnis der objektiven Zwangs, den diese Illusion ausübt. Jedenfalls werden schon bei Marx religiöse Kategorien zur Beschreibung von gesellschaftlichen Prozessen herangezogen, und zwar in kritischer Absicht. Die Emanzipation von Knechtschaft und Religion sollte die Menschen in ein Reich der Freiheit führen, aber dieses Reich reproduziert die Knechtschaft, eine Knechtschaft, die jedoch mit dem Schein der Freiheit beschlagen ist. Wie lässt sich nun diesen Schein durchdringen? Eine mögliche Antwort lautet, indem man die neuen Verhältnisse durch die Konstellation von Ideen aus dem religiösen Universum zu entschlüsseln versucht, das heißt aus jenem Universum, das seit der Aufklärung mit Zwang, Knechtschaft, Unterwerfung, Willkür und so weiter identifiziert ist. Im Fragment Kapitalismus als Religion geht es also nicht nur so sehr um eine Wesenbestimmung des Kapitalismus, als um eine Ermöglichung, um die Ermöglichung einer Erkennbarkeit. Erkennbarkeit ist ein
wichtiger Begriff für Walter Benjamin. Und zwar durch den unerwarteten Zusammenschluss von zwei für getrennt, wenn nicht für entgegengesetzt gehaltenen Realitätsbereichen. Dass dieser Zusammenschluss schockieren muss, gehört zu den Voraussetzungen von Erkennbarkeit. Darauf spielt Benjamin im ersten Satz des Fragmentes an. Das wird keiner verstehen. Ne? Diesem Ziel zur Ermöglichung der Erkennbarkeit, die in den Spätphasen seines Denkens auch also mit dem Erwachen aus den traumhaften Phantasmagorien kapitalistischer Moderne und mit der revolutionären Praxis zusammenfallen muss. Wie gesagt, diesem Ziel der Ermöglichung von Erkennbarkeit dient die Kategorie der Urgeschichte. Diese Kategorie, meist in anderen Sprachen als Vorgeschichte falsch übersetzt, kann uns verstehen lassen, warum es beim Verwendung von Kategorien aus religiösen Bereich wie Schuld, Schicksal, Mythos und so weiter geht. Die Urgeschichte wird stets in der Geschichte produziert und reproduziert. An ihr soll das sichtbar werden, was zum Schweigen gebracht, geborgen und vergessen wurde. Mit anderen Worten, die Urgeschichte ermöglicht es, die Illusionen zu zerstören, die jede Gegenwart um sich herum spinnt. Sie soll ermöglichen, die naturgeschichtliche Dialektik aufzudecken, die die Beherrschung der inneren und äußeren Natur und die soziale Herrschaft verewigt und Zerstörung und Leid hervorbringt. Es handelt sich nicht um eine Geschichte der Anfänge, in denen die gegenwärtige Katastrophe durch eine Kausalkette keimhaft eingeleitet wurde. Genau gegen dieses teleologische Schema, sei es unter dem optimistischen Fortschrittsbegriff oder unter dem pessimistischen Dekadenzbegriff, richtet sich das Konzept der Urgeschichte. In Übereinstimmung mit der Marx'schen Kritik der Warenfetischismus besteht die Sprengkraft der Urgeschichte darin, die Unfreiheit aufzuzeigen, die sich in bürgerlichen Freiheit des Vertrages verbirgt. Den Zwang, der sich in der Freiheit des Tausches reproduziert, die Barbarei, die sich in jedem Fortschritt der Naturbeherrschung verbirgt. Die dämonische Zweideutigkeit des Begriffes von schicksalhafter Schuld, der im Mittelpunkt des Kapitalismus als Religion steht, erlaubt Benjamin, den kapitalistischen Verwertungsprozess urgeschichtlich zu deuten und seinen mythischen Charakter aufzudecken. Ich gehe praktisch zum Schluss. Der Vorbestand der Schuld ist das unverkennbare Zeichen der Permanenz des Mythos. Wenn wir aber einem unendlichen Wiederholungszwang unterworfen sind, wenn die verdinglichten sozialen Verhältnisse sich in ein automatisches Subjekt verwandelt haben, um den Ausdruck von Marx zu nutzen, wenn die Moderne die Macht des Mythos nicht gebrochen hat, wie ist dann ein Ausweg aus diesem Teufelskreis möglich? Die zum Teil aporetischen Versuche Benjamins, diesen Ausweg zu finden, können hier nicht befriedigend erläutert werden. Ich muss mich kurz fassen. Die Relevanz einer befreienden Praxis in der kapitalistischen und nationalsozialistischen Barbarei entgegentreten kann, die Relevanz einer befreienden Praxis, die der kapitalistischen und der nationalsozialistischen Barbarei entgegentreten kann, verband sich in seinem Denken, im Denken Benjamins, mit der schärferen
Wahrnehmung des Zusammenbruchs des Subjekts, das dazu berufen war. Das Subjekt dieser Praxis ist jedoch ohne die Realität der Praxis selbst nicht denkbar. Das hat Olmert Dion sehr eindringlich in seinen Schriften dargelegt und das ich gebe ihm dann zu. Man kann nicht diese Praxis illusionär projizieren. Und diese, abgesehen vom effektiven historischen Werden, unauflösbaren Spannung, beeinträchtigt die Möglichkeit, affirmativ und direkt von einem Subjekt der Befreiung zu sprechen. Die Rolle, die Benjamin dem Messianischen zuschreibt, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Spannung und mit den Anstrengungen, zwei gleichermaßen gefährliche Versuchungen in Schach zu halten. Erstens die Illusion eines Subjekts, das epistemologisch in der Lage ist, den wahren Charakter des historischen Verlaufs und seiner katastrophalen Dynamik außerhalb einer wirklichen Praxis des Widerstands und der Opposition zu durchdringen und zu entschlüsseln. Zweitens die Identifizierung mit diesem historischen Verlauf als unabänderliches Schicksal. Die Verleugnung jeder möglichen befreienden Intervention dort, wo sie vernichtende Macht, wo seine vernichtende Macht sie am dringendsten erfordert. Die Muskeln meines Mundes helfen mir nicht dabei. Entschuldigung, ich habe so lange nicht mehr so Deutsch gesprochen. Obwohl er sich dieser Gefahr bewusst war, wollte Benjamin die Hoffnung auf eine radikale Transformation nicht aufgeben und gleichzeitig überkam ihm die Furcht, dass es dafür bereits zu spät war. Daher seine geschärfte Wahrnehmung für die zahllosen verpassten Gelegenheiten im Laufe der Geschichte und seine ständige Warnung vor der Möglichkeit, sie erneut zu verpassen. Gerade hier wird vielleicht die zutiefst apokalyptische Struktur von Benjamins Denken sichtbar. In dem Versuch einer nicht teleologischen Begründung des Handels, die dem Widerstand und der Opposition einen Sinn gibt, inmitten einer verzweifelten Situation, die vielleicht auch die unsere ist. Vielen Dank. Ich würde jetzt sowohl Ottmar als auch Kuno gerne ermuntern, vielleicht Rückfragen zu stellen oder Kommentare. Ottmar hatte auch schon angedeutet, dass er einen Widerspruch sah zu José Antonio von gestern Abend. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob das der Fall ist. Ansonsten würde ich auch das für euch und Sie, würde ich Sie bitten, vielleicht Fragen, also man kann ja auch Nachfragen stellen, den Verhältnisse zu klären, nochmal Begriffe nachzufragen, die Möglichkeit zum Gespräch geben. Mir fällt gerade auf, dass wir dann, wenn wir zum Zoom übergehen, dass wir ja auch die Kopfhörer brauchen, wenn es auf Spanisch ist. Ne? Ja, vielleicht eine Erinnerung an gestern Abend. Also ich sprach ja so am Ende verkürzt aufgrund der Zeitknappheit, der drängenden Zeit, von der Wiedergewinnung von Sinnlichkeit als einer notwendigen Übung, um die jüdisch-christliche Tradition erneut unter veränderten Bedingungen wertschätzen zu können. Es gibt also kein direktes Postulat dafür, dass Christentum und den jüdischen, möglicherweise auch islamischen Monotheismus neu ernst zu nehmen, sondern es gibt eine notwendige Vorübung in dieser Welt, die Gott geschaffen hat, sie also sinnlich erfahren zu können, sich an ihr freuen zu können. Das ist das eine. Ungleich ernster, das ist also kein Widerspruch zu José, sondern eine meines Erachtens Hinweis auf eine Kompatibilität dessen, was er gestern gesagt hat und betont hat. Dazu gehört auch, zu dieser Sinnlichkeit gehört auch die Leidensfähigkeit.
Die enttäuschten Genüsse, die nicht stattfinden können aufgrund von Krankheit, aufgrund von Knappheit und Mangel. Daran leiden zu können, ist die Voraussetzung dafür, ernsthaft an einen Gott zu glauben, der den Mangel endgültig einst beheben wird. Und zwar so, dass die Behebung des Mangels sinnlich erfahrbar ist. Man könnte jetzt viele biblische Hinweise anführen, zum Beispiel den Apostel Thomas und seine Begegnung mit dem Auferstandenen. Das ist eine sehr sinnliche Erfahrung gewesen, der Überwindung des Todes. Soweit ein Hinweis einer Korrespondenz zwischen dem, was du gestern gesagt hast und dem, was ich vorhin zu sagen versuchte und auch perspektivisch andeuten konnte. Kuno, bitte. Keine Rückfrage, sondern nur eine Unterstreichung des Denkniveaus von José Antonio. Es ist wichtig für unsere Diskussion, dass wir beherzigen, welche erkenntnistheoretische Relevanz das hat, was er sagt. Es geht nicht um eine Beschreibung von Sachverhalten, die jeder auch sonst feststellen kann. Es geht um eine intellektuelle Rekonstruktion der Logik des Kapitals aus seiner Sicht, die ich hervorragend finde. Und das macht sie natürlich schwierig zu rezipieren bei einem Vortrag, wenn man nicht mitschreibt oder das die Kapitallogik selber schon internalisiert hat. Das vielleicht doch als Basis für Rückfragen. Das, was... Auf dem Saft abgedreht. Das tut's noch. Dankeschön. Das, was wir sagen, auch über die Kontinuität der Geschichte oder Diskontinuität, sind Konstruktionen unseres Denkens und daher anfechtbar. Sie können falsch sein, sie können auch richtig sein. Wenn wir uns das gegenseitig zugestehen, dann sind wir schon in der Überwindung des Kapitalismus, der das nicht tut, ein ganzes Stück weiter. Ich danke nochmal, José Antonio. José, möchtest du dazu? Ja, dieses Verhältnis der Abstraktion zur Materialität, das ich gestern angesprochen habe. Also wir stellen fest, im Kapitalismus ist einmal eine Bewegung der Abstraktion, die vielleicht von der materiellen Realität sich distanzieren will, also selbstreferenziell sein will, aber nicht kann. Nicht kann am Ende. Braucht diese Materialität und die Individualität, um sich zu reproduzieren. Aber das Verhältnis, die Berührung ist eine zerstörerische, ne? Weil die Materialität nicht in ihrer Dignität anerkannt wird, sondern nur als als Substrat der Verwertung des Wertes. Ne? Und insofern die Materialität, auch die Menschen, sind nur werden nur benutzt, aber nicht anerkannt, ne? In ihrer Dignität.